Nachdem wir uns im letzten Video damit beschäftigt haben, wie die Strömung der Luft funktioniert und wie die Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit aussieht, wollen wir uns nun mit der Frage beschäftigen, welche Leistung steckt eigentlich im Wind? Also, wir wollen jetzt wissen, wie groß ist die im Wind enthaltene Leistung? Die wollen wir jetzt einmal berechnen. Das heißt also, was ist die Ausgangssituation? Wir haben hier unsere Windturbine mit einer bestimmten Nabenhöhe. Haben jetzt hier unsere Rotoren. Der Wind strömt es mit einer Geschwindigkeit V an. Die Frage ist jetzt, wie groß ist die Leistung des Windes noch vor der Windturbine? Also noch gar nicht die Frage, wie groß ist die Leistung der Windenergieanlage an sich, sondern wie groß ist erstmal die Leistung, die der Wind hat, der jetzt auf die Windenergieanlage zuströmt. Was wir wissen aus der Mechanik ist die kinetische Energie des Windes. Das ist ein halb m mal v Quadrat, also die Masse multipliziert mit der Geschwindigkeit zum Quadrat. Das heißt also, daraus folgt dann die Leistung P. Leistung ist ja die Änderung der Energie mit der Zeit. Zeichnen wir ja in der Physik mit E Punkt. Das ist ja die zeitliche Änderung der Energie. Das ist die Leistung. Das ist jetzt in dem Fall ein halb M Punkt mal V Quadrat. Also wir nehmen jetzt vereinfachend an, dass die Windgeschwindigkeit konstant ist. Das heißt, was sich zeitlich verändert, ist die Masse. Das heißt, hier dieses M Punkt, das ist der Luftmassestrom. Wie können wir diesen Luftmassestrom nun berechnen? Wir wissen, M, die Masse der Luft, ist die Dichte mal das Volumen. Das heißt also, wenn wir jetzt die zeitliche Änderung uns betrachten, M Punkt ist Rho mal V Punkt. Auch da nehmen wir jetzt vereinfachend an, dass die Dichte zeitlich konstant ist, sich nicht verändert. Das heißt also, wir haben hier V Punkt, das hier ist dann der Volumenstrom. V Punkt. Und dieses Volumen, das können wir jetzt beschreiben. Wir haben ja hier, wenn wir das uns mal angucken, wenn wir hier jetzt die Fläche, die Rotorblätter überstreichen, das ist die Fläche A. Und dann haben wir hier in diese Richtung dann die Strecke S, die der Wind zurücklegt. Das heißt, wir können das V schreiben. Das Volumen ist halt die Fläche mal die Strecke, die der Wind zurücklegt. Und daraus folgt natürlich, dass der Volumenstrom, das ist A mal S Punkt. Also die Fläche A verändert sich mit der Zeit nicht, aber natürlich der zurückgelegte Weg. S Punkt, und das ist natürlich gerade A mal der Windgeschwindigkeit V. Das können wir jetzt in unsere Gleichung einsetzen. Das heißt, wir bekommen daraus dann als Massenstrom, das ist dann die Dichte mal die Rotorfläche mal V. Und das können wir jetzt in unsere Gleichung hier oben wieder einsetzen für die Leistung des Windes. Das heißt also, die Leistung des Windes ergibt sich damit. Des Windes ist also P. Ist also ein halb mal, jetzt setzen wir das ein, Rho mal A mal V hoch 3. Und das ist eine ganz entscheidende Gleichung in der Windenergie, dass die Leistung des Windes oder einer Windenergieanlage einmal mit der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit anwächst. Und natürlich dann hier in dem A steckt entsprechend der Rotordurchmesser drin. Wir wissen ja, dass A die Fläche ist Pi mal R Quadrat und R ist die Länge der Rotoren oder der Rotorflügel. Das heißt also, wenn die Windgeschwindigkeit sich verdoppelt an einem Standort, dann verachtfacht sich die Leistung. Das muss man sich halt bewusst machen, dass selbst kleine Änderungen der Windgeschwindigkeit, also so bei der mittleren Windgeschwindigkeit zum Beispiel, sind, dass selbst ein Zehntel
Meter pro Sekunde höhere Windgeschwindigkeit dazu führt, dass das einen deutlich größeren Effekt auf die Leistung des Windes hat und damit natürlich auch auf die Leistung der Windenergieanlage. Natürlich kann jetzt nicht die volle Leistung des Windes umgewandelt werden in der Windenergieanlage in elektrische Energie. Man müsste entsprechende Verluste physikalischer Natur. Aber trotzdem steigt auch die Leistung der Windenergieanlage mit der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit. Das heißt, das oberste Ziel ist immer, Standorte zu finden mit entsprechend hohen Windgeschwindigkeiten. Das ist natürlich der Grund, warum man Windenergieanlagen in der Nähe der Meere installiert, weil dort die Windgeschwindigkeiten immer etwas höher sind als im Binnenland. Auch der Grund natürlich, warum man Windenergieanlagen auf Berge setzt und nicht in Täler, weil es auch dort natürlich zu höheren Windgeschwindigkeiten kommt auf den Hügeln und den Tallagen durch die Verschattung entsprechend niedrige Windgeschwindigkeiten vorherrschen. Ein weiterer Weg zur Erhöhung der Leistung ist natürlich die Vergrößerung der Rotorfläche. Das heißt, wenn man die Rotoren länger macht, mittlerweile moderne Windanlagen haben Rotorlängen von 50 bis 60 Metern. Führt das natürlich auch dazu, dass wir deutlich mehr Leistung des Windes nutzen können, um daraus elektrische Energie zu erzeugen. Und das kombiniert führt also dazu, Standorte bewerten zu können, anhand der, insbesondere der Windgeschwindigkeit, die wir natürlich dann entsprechend bestimmen müssen. Zu beachten ist natürlich noch bei der Leistung des Windes, dass wir vereinfachend angenommen haben, dass die Luftdichte konstant ist. Das ist sie natürlich nicht. Die Luftdichte hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, insbesondere von der Temperatur der Luft, dass also bei steigenden Temperaturen die Luftdichte abnimmt. Also zwischen, ja, ich sag mal, ungefähr 1,1 und 1,3 Kilogramm pro Kubikmeter liegt. Tatsächlich ist es aber zur Betrachtung ja, hinreichend genau, erstmal anzunehmen, dass die Dichte der Luft einigermaßen konstant ist. Das vereinfacht die Gesamtbetrachtung bei der Leistung des Windes und natürlich auch bei der Ertragsberechnung der Windenergieanlage. Der Fehler, den man macht, ist natürlich nicht zu vernachlässigen in einer Detailrechnung, lässt sich aber in einer überschlägigen oder einer Berechnung zur Abschätzung des Windertrages lässt sich sagen, dass die Luftdichte erstmal als konstant angenommen werden kann. Sodass man damit also festhalten kann, diese Gleichung ist ganz entscheidend für die Windenergie. Um den Ertrag einer Windenergieanlage zu berechnen, gilt es also, diese Gleichung entsprechend einzusetzen.